Die Struktur und die Ideale, die bis in die Gegenwart reichen, zeigen die kontinuierliche Entwicklung und Notwendigkeit, die Kinder- und Jugendhilfe auf Grundwerte wie Gleichberechtigung und Menschenwürde aufzubauen. Dazu ist es notwendig, die Entwicklung der sozialen Versicherungszweige und die der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland zu betrachten. Es ist unerlässlich, die dunkle Vergangenheit der Nationalsozialisten in der Reichskinder- und Jugendhilfe transparent und kritisch zu betrachten. Die Struktur und Ideologie dieser Zeit wirken bis heute in diesem wichtigen Bereich der sozialen Absicherung fort. Die konkrete Distanzierung von diesen schädlichen Ideologien ist von entscheidender Bedeutung, um die Kinder- und Jugendhilfe auf ein Fundament zu stellen, das auf Werte wie Gleichberechtigung, Respekt und Menschenwürde beruht. Die Überwindung der faschistischen Vergangenheit und die Neugestaltung der Kinder- und Jugendhilfe stehen im Mittelpunkt unserer Diskussion über die aktuellen Herausforderungen und Chancen. Es ist an der Zeit, das Sozialgesetzbuch auf neue, zeitgemäße Säulen zu stellen, um eine gerechte und menschenzentrierte Unterstützung für die junge Generation sicherzustellen. Diese Aufgabe erfordert einen bewussten Wandel in den Strukturen und Idealen, um sicherzustellen, dass die Kinder- und Jugendhilfe ein Ort der Sicherheit, Förderung und Unterstützung ist. Gerade in familiengerichtlichen Verfahren wird deutlich, wie wichtig es ist, das Wohlergehen und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Landräte und Bürgermeister führen die Regie über rund 600 Jugendämter und tragen die Kosten der Verwaltung, um angemessene Unterstützung und Schutzmaßnahmen vorzuhalten. Unabhängig eines tatsächlichen Bedarfes oder Überlastung der Verwaltung sicherzustellen. Aufgabe ist es, Arbeitsfelder neu zu strukturieren und zu delegieren, um die hohen Kosten der Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe nicht noch weiter explodieren zu lassen. Ich betone die Dringlichkeit, sich aktiv von den vergangenen ideologisch belastenden Strukturen zu distanzieren und das Sozialgesetzbuch auf neue, zeitgemäße Grundlagen zu stellen. Nur durch eine klare Abkehr von der nationalsozialistischen Reform aus dem Jahr von 1939 können wir sicherstellen, dass die Kinder- und Jugendhilfe auf einem Fundament steht, das auf Gleichberechtigung, Respekt und Menschenwürde basiert.